Eine neue Wohnhausanlage in der Brauhausstraße in Schwechat ist fertig. Die feierliche Schlüsselübergabe ist für die Bewohner der Startschuss für ein neues Zuhause. Das Projekt in der Brauhausstraße 8 ist eines der größten städtebaulichen Projekte in Schwechat. Die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp hat in den vergangenen 2 Jahren auf den ehemaligen Brauereigründen eine attraktive Wohnhausanlage mit geförderten Wohnungen errichtet. Das Projekt wurde durch viele Zusatzeinrichtungen wie einem Schwimmbad auf dem Dach, einer Sauna, einem denkmalgeschützten Pavillon, einer attraktiven Durchwegung und natürlich Spielplätzen ergänzt. Ja, wir bauen hier eine große Anlage mitten im Zentrum der Stadt. Das ist eine riesengroße Herausforderung, weil einer meiner größten Wünsche sein wird, das, was hier neu zuzieht, mit dem liebevoll zu verbinden, was hier schon viele Jahre lebt. Und das wird vielleicht nicht immer ganz, ganz einfach sein, aber ich bin guter Dinge, dass wir das souverän über die Bühne bringen. Wir haben auch mit den Bauträgern ein sehr gutes Einvernehmen. Das heißt, es wurde auch von der Gestaltung her darauf Rücksicht genommen, dass es eben diese Verbindung geben soll und geben wird. Bei dem Brauereiareal haben wir ja zu Beginn unserer gemeinsamen Regierungsarbeit noch einige Sachen hineinreklamiert, nicht nur den 4-gruppigen Kindergarten, auch eine gemeinsame Durchwegung. Und sehr glücklich bin ich darüber, dass die Arthur Krupp in ihrem Bauteil hier Geschäftslokale untergebracht hat. 2 sind quasi schon besiedelt, das freut mich einmal am meisten, weil zu einem Stadtteil gehören natürlich auch Geschäfte, Lokale etc. Und ich wünsche den Betreibern viel Glück und gutes Gelingen damit. Ich wünsche natürlich den neuen Bewohnern auch alles Liebe. Ich freue mich, dass hier ein wirklich schöner Stadtteil entstanden ist. Und das Gute an der Sache ist, es sind hier 128 Wohnungen entstanden mit 346 Parkplätzen in der Tiefgarage. Das sollte wirklich ausreichen und darüber bin ich sehr froh. Wer in Niederösterreich eine Förderungswürdigkeit nachweist, der kann mit einer Unterstützung durch das Land rechnen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir zum Beispiel im vergangenen Jahr 1,8 Milliarden Euro im geförderten Wohnbau umgesetzt haben und damit 30.000 Arbeitsplätze sichern. Das ist auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Aber natürlich primär geht es uns um die Menschen und darum, dass sie sichere Wohnträume erfüllen können. Und da sind wir in Niederösterreich wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben eine neue blau-gelbe Wohnbaustrategie. Wir legen großen Wert auf Ökologisierung. Wir wollen, dass man in allen Regionen Niederösterreichs leistbar wohnen kann. Das heißt, wir haben einen Regionalbonus eingeführt, wir haben eine Familienförderung erhöht, wir bemühen uns um die Ortskerne. Also uns ist das Wohnen ein ganz, ganz großes Anliegen, denn es gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen. In den letzten Jahren, 15 Jahren ungefähr, beobachten wir eine unterschiedliche Dynamik. Löhne, Gehälter haben sich um 2% im Jahresdurchschnitt verbessert und sind größer geworden. Gleichzeitig sind aber die Baukosten und die Preise am Miet- und Wohnungssektor durchschnittlich 4 bis 5% pro Jahr gestiegen. Das heißt, hier ist eine Schere, die auseinanderklafft und die dafür sorgt, dass Wohnen immer mehr kostet. Und daher ist die Politik gefordert, hier Rahmenbedingungen und Maßnahmen zu setzen, damit Wohnen leistbar ist und bleibt. Die bezugsfertigen Wohnungen haben 1 bis 4 Zimmer und Größen zwischen 54 und 95 Quadratmeter Wohnnutzfläche, Terrasse, Loggia oder Balkon. Zu den weiteren Ausstattungsdetails zählen unter anderem die Fußbodenheizung mittels biogener Gärgasfernwärme der Brauunion, der Niedrigenergiestandard, das Dachschwimmbad, der Fitnessraum und die Sauna, die allen neuen Bewohnerinnen und Bewohnern der Anlage ein besonderes Plus an Lebensqualität bietet. Was denken Sie, zieht die Menschen nach Schwechat? Also Schwechat hat eine sehr günstige Lage, weil wir nahe an der Großstadt dran sind, aber doch unsere eigene autonome Stadt sind. Wir haben viel mehr Grün, als man uns zutraut. Ich erlebe das immer wieder, wie begeistert die Leute sind, wie schön diese Stadt sein kann. Nicht nur am Fuße des Flughafens und Industriestadt, sondern ganz viel Grün, relativ kurze Wege. Ich mache fast alles mit dem Fahrrad, lade jeden dazu ein, das auch zu tun, weil man meistens schneller ist, als wenn man einen Parkplatz suchen muss. Und wir haben alles, was eine Stadt braucht und sind doch überschaubar groß.